dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Kubernetes, mit der Kubernetes Overview an. Ein Teil der Kubernetes-Thematik ist natürlich auch, wir brauchen einen Kubernetes, um damit zu arbeiten. Auf macOS gibt es Homebrew. Es gibt ein Projekt, das heißt Minikube. Es gibt neben Minikube gibt es noch ein anderes Kubernetes-Produkt, das lokal läuft. Also wenn ich jetzt mal suche Kubernetes Local Development, dann finde ich 4 Ways to Run Kubernetes Locally, Minikube, Kind ist das, das ich jetzt gemeint habe, Code Ready Containers, Minishift, kenne ich nicht. Die zwei, die werden häufig verwendet. Ich glaube, es gibt da auch ein paar Gründe, wann ich eher Kind verwenden soll und wann ich eher Minikube verwenden soll. Ich benutze jetzt mal Minikube. Damit habe ich die letzten Vorlesungen auch gemacht. Sollte funktionieren. Vielleicht kommen wir auf das Thema nochmal zurück. Schauen wir mal, ob wir es so installiert bekommen. So viel zu Minikube. Scheinbar habe ich da ein paar Dateiberechtigungsprobleme. Also Homebrew macht sich ins Hemd. Minikube. Installation bei Homebrew hat nicht so gut geklappt. Brew install Minikube. Geht doch. Warum dieses ZSH-Verzeichnis jetzt so dämliche Berechtigung hatte, weiß der Teufel. Ist da irgendwas Besonderes, Wertvolles drin? Gucken wir mal rein, nicht, dass wir da irgendwas seit fangen. Ja gut, da will man natürlich auch nicht, dass da jeder drin rumfuddeln kann, aber dass die Allgemeinheit hat Lese- und Ausführungsrechte. Also ist jetzt nicht so super dramatisch und Geheimnisse stehen da auch keine. Insofern sollte das ja passen. Haben wir jetzt einen Minikube und neue Shell auf. So, da haben wir Minikube. Also so viel zur lokalen Installation. Das Verändern von Benutzerrechten im User-Local-Verzeichnis ist, glaube ich, nicht so die beste und eleganteste Art, weil da fuddelt man schon so ein bisschen im Herz von macOS rum. Werde ich vielleicht irgendwann mal bereuen, aber naja. Jeden dummen Fehler kann man mit einer unendlichen Aufwendung von Zeit wieder gut machen. Dann starten wir uns mal so ein Minikube-Cluster. Der wird ja jetzt noch ein bisschen rumrödeln und Sachen runterladen. Das gibt uns Zeit, uns nochmal unserem eigentlichen Thema zuzuwenden. Also, was wir in diesem Teil, wir sind jetzt im zweiten Teil von Kubernetes, des Kubernetes-Trainings. Und hier geht es halt wirklich um Basiswissen um Kubernetes. Kubernetes selbst ist halt sehr flexibel einsetzbar und hat dementsprechend auch ganz viele unterschiedliche Funktionalitäten. Man kann Kubernetes selbst auch noch mannigfaltig erweitern. Wir werden nicht die Zeit haben, uns alles in einer endlosen Tiefe anzuschauen. Deswegen werden wir uns darum bemühen, die Basiskonzepte zu erörtern und vor allem auch zu erfahren. Also diese Vorlesung ist jetzt nicht so gedacht, dass man Kubernetes intern versteht und genau studiert, wie das aufgebaut ist, sondern es geht wirklich um ein praktisches Wissen, wie benutzt man Kubernetes. Und im Speziellen geht es darum, dass ihr die Grundlagen lernt, damit ihr frustrationsfrei eigene Versuche mit Kubernetes machen könnt.
Also wenn ihr jetzt von euch erwartet, am Schluss seid ihr Kubernetes-Meister, naja, ich denke, ihr habt schon genug Vorlesungen gehört, um zu wissen, dass das nach einer Vorlesung nicht der Fall ist. Aber es sollte möglich sein, dass ihr wisst, wo hinten und vorne ist. Und wenn ihr selber mit Kubernetes euch auseinandersetzt, ihr nicht bei A anfangen müsst. Deswegen schauen wir uns mal an. Minikube ist jetzt halt ein lokaler Cluster. Ein Kubernetes zu erzeugen, das ist auch auf Amazon, auf Google Cloud oder Microsoft Azure oder auf parseanylines.com möglich. Zumindest ist das heute keine große Hürde mehr. Wir können also sagen, dass kubectl, der Command, das Kommando, mit dem man mit Kubernetes-Clustern auf der Kommandozeile interagiert, da konzentrieren wir uns auf deren Verwendung, weil die Bereitstellung von Kubernetes halt eben, dafür gibt es halt viele Wege und könnt ihr euch einen aussuchen, der euch am besten gefällt. Zudem gehört halt auch dazu, zu verstehen, was sind denn die Konzepte in Kubernetes, also was ist ein Pod, was ist ein Replica-Set, was sind Deployments, Services und so weiter. Auch alles Themen, die wir anreißen, um mal zu verstehen, wofür ist das eigentlich und wie geht man damit grundsätzlich um. Aber wir werden an vielen Stellen Details bei der Konfiguration zum Beispiel eines Containers oder eines Pods, kann man ganz viele Parameter übergeben, die dann zum Beispiel auch dem Scheduler mitteilen, wo darf dieser Pod eigentlich laufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel später eine Gruppe von Pods erstellen, zum Beispiel in einem Stateful Set, um eine Datenbank zu beschreiben, die drei Knoten hat, die zwischen den Knoten repliziert, möchte ich zum Beispiel vermeiden, dass diese drei Pods, diese Stateful Sets, auf den gleichen Kubernetes-Knoten laufen, weil ich will, dass es drei verschiedene Kubernetes-Knoten sind, sodass, wenn die darunterliegende virtuelle oder physikalische Maschine außer Betrieb geht, dass meine Datenbank, die ja eine Hochverfügbarkeit dann haben sollte, dass die dann erhalten bleibt. Solche Einschränkungen, die kann man mit Affinity und Anti-Affinity Rules kann man die beschreiben. Also ich kann zum Beispiel beschreiben, dass hier entstehen jetzt drei Pods, aber ich möchte, dass die drei Pods auf unterschiedlichen Knoten laufen. Oder ich kann auch umgekehrt sagen, ich möchte, dass die immer zusammenlaufen. Dann schauen wir uns an, wie verarbeite ich Konfigurationsdateien und Konfigurationsdaten? Wie bringe ich die in Container rein? Wie bringe ich externen Traffic in einen Kubernetes-Container? Und zwar aus zwei Perspektiven. Einmal von außerhalb des Clusters, das ist dann das Thema Ingress. Und einmal, wie gestalte ich einen Zugriff von einer Anwendung, die im Kubernetes-Cluster läuft, auf eine andere Anwendung, die im Kubernetes-Cluster läuft, oder von einer Anwendung auf die Datenbank. Wie erzeuge ich da eine stabile Netzwerkidentität, um auf diese Anwendung zuzugreifen, ohne dass ich mir darüber Gedanken machen muss, dass dahinterliegende IP-Adressen sich ändern können, wenn Container neu gestartet werden. Bei Jobs und Cronjobs geht es halt darum, Container auszuführen, die keine Daemons enthalten, also keine langlaufenden Prozesse, sondern die eher Aufgaben haben, die abgearbeitet werden müssen und dann soll sich der Container beenden. Beim Cronjob ist diese Aufgabe dann zeitlich periodisch, bei einem Job ist sie eher so ein One-Off-Ding. Also das will ich jetzt einmal starten und dann soll der das fertig machen und danach soll er sich beenden. Und wenn man also im Englischen Application Workloads oder Workloads im Generellen, also wenn ich ein verteiltes System beschreibe, dann unterscheide ich auch in Kubernetes zwischen Anwendungen und zustandsbehafteten Anwendungen, also zwischen zustandslosen Anwendungen oder Anwendungen mit leichtgewichtigem Zustand und Anwendungen mit eher einem schwergewichtigen Zustand. Anwendungen mit einem schwergewichtigen Zustand werde ich immer als Data Services bezeichnen. Das ist so der Überbegriff über Datenbanken, Message Queues, Analytics Server, alles, was wirklich viel Daten speichern muss. Wir werden sehen, dass man selten einen nackten Pod startet. Meistens arbeitet man mit höherwertigeren Konzepten, wie zum Beispiel Deployments für Anwendungen und Stateful Sets
für Datenbanken oder Data Services und Jobs und Cronjobs für so für eben Dinge, die dazwischen drin sind, die man einfach mal so ja, als so ein Einmal-Ding ablaufen lassen will.